Dann gehen wir mal schnell rüber, gucken, für wie viel wir das verticken können. Mistgelager 480. 0%. Okay. Stimmt, die produzieren auch Mist, ey. Ganz vergessen. Ja, ich hänge ja quer Feld, mein, wir dürfen das. Den Baum fäll ich auch noch, das gibt gut Holz. Aber wir wahrscheinlich bei dem Manuel ist immer Mark 50. Schön sieht zu. Ja, schön. So, lass mal gucken. 9 Euro. Oh, nicht schlecht. Ja, verkaufen, Brudi. Ja, der nimmt alles von uns entgegen. Fangen wir auch die Eier und alles. Kondensmilch, Dosenmilch, läuft bei dem. Zusätzlich Einnahme halt. Ich denke, morgen machen wir dann doch das Feld. Dass wir nachher kommen und das Feld bearbeiten. Auch wenn es mal ein bisschen widerstrebt. Wird gepflügt, Weizen, Dünger, Dung. Oh, ich hab halt nicht mehr, was soll ich machen? Silo ist auch leer, da ist auch nichts drin. Bewirtschaftet können wir gerade sonst nichts, da sind 99% Sprit drin, 75, 62. Repariert ist ja alles. Gemäht theoretisch auch. Unsere Chicks geht's auch gut. Ja, was ist ein James schon wieder? Ach da, ja, du hast ein Luxusleber, Bruder. Komm, setzen wir uns einmal dazu. Ach, erholt er sich jetzt? Uff. Interessant, da hätten wir mal nicht so in guter Fassung. Kurz mal hier noch ein paar Minuten chillen. Ist ja interessant. Gut, und wieder aufstehen. Muss reichen. Sag mal, ich questtechnisch 30 Tomaten kann man nur liefern, weil wir keine Tomaten haben. Also machen wir es so, um das Feld zu bearbeiten. Das könnte eins und den sein. 1,18. Ah, ist das da, okay. Ah, gut. Dann machen wir mal eins schon mal. Den kurzen Träger. Weil den müssen wir tanken. So, Fahrzeug mal waschen. Tanken. Ja, Materialpflege ist auch wichtig. Wo ist mein Flug? Verfickt. Ach da! Oh Gott, da war gar nicht dran. Ich dachte gerade. Alter, Herzinfarkt, du. Mann, nö. Mein Herz gerade. Einfach bipsch. Ja, lass mal stehen, Holz lassen, dann können wir das wahrscheinlich so ein bisschen Takt setzen. 62, ja, ist egal. Ich frage mich, was uns die Bienendinger da bringen, aber die müssten wir eigentlich ja später dann herkommen. Also irgendwann mal, sag mal's. Honig rauskriege. Aber mal abwarten. Ich habe mich schon gemerkt, im Spiel hier dauert alles ein bisschen lang. 18:51 kommt, wisst ihr was? Bevor wir jetzt hier runter bin, ich ja mal ein bisschen frühzeitig penne. Dann gönnt sich ja sonst nichts. So, zum Frühstück ist mal ein paar Eier. Und die Chicks. Ja, E-Voice. Ja, schon zu der Kühe, den ist ein bisschen dringender.
Was euer da wegplatzt. Lal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 
Was für ein taktischer Weg jetzt. Ja, rechts-links-Kombi, denke ich auch. Was ist das Feld? Ist ja nicht groß. Tomate? Hat sich das geändert mit dem Feld jetzt? Verfall die Mission? Wäre theoretisch praktisch möglich, ne? Aber dann kann man gleich mal 2 Fliegen mit einem Klappenschlag rüber in ein Gebäude und setze wieder nichts in Stand. Machen wir Feld so. Das wäre toll. Drecker, ein arbeitender Mensch hält ihn fern von mir. Ist das ansteckend? Oh man. So komme ich mir gerade vor. Pimp mein Drecker, du. Na, wir sind jetzt eine Weile unterwegs. Kann man da 2 Millionen herfahren? Aber schön wieder, wie er sauber aussieht, ne? Muss man eigentlich gerade mal von außen begutachten. Der Flug, ne, nimmt man aber den Standsetzer. Sobald man das Geld dafür hat. Sobald man das Geld dafür hat. Als die Kühe in den paar Tagen schon fast eine Tonne zusammengeschissen haben, kann ich mir schön nicht vorstellen. Die müssen ja wegfressen bis zum Anschlag. Check BRC. Fand der Bruder, du, dass er das durchzieht. Das sieht nämlich so voll klein und süß aus, ne? Huch, Alter. Ich sollte aufpassen, wenn ich langfahre. Aha, die nächste rechts auf jeden Fall da vorne. Wir tanken Tamern, sehr schön. Mein Kader wird aber dann gestellt, irgendwas kommt da runtergefallen. Ach, Jimmy. Just for Loot ist Ding mal absenken, ne? Aber. Mir noch geht's kaputt, oder wir haben keinen Pfund mehr, müssen wir kaufen. Echt schlecht. Frage ist halt, wenn wir Sachen nicht reparieren, ob die auch kaputt gehen. Ich muss mal nochmal zu gucken, weil Workshop ist leider nichts. Ein bisschen hübschere Grafik, ein paar Texturfehler ausgebessert oder so, das war schön. Schön, wenn wir dann noch als Modding-Community manchmal echt deutlich schneller ist wie die Entwickler selber. Na gut, stell mir die Frage, in welcher Richtung du gerade was entwickelst. Das hätte man das mal vorher dazu sagen. White Fitness ist nicht einfach. Und mit sehr komplexen Sache. Na, Mr. Storch, was geht, was geht, was geht? Ich angel dich noch. Ja, bleibt alles da, wo es ist. Sehr schön. Aber ich meine, da waren wir schon mal zum Gebäude reparieren. Ah, ich sehe schon welches. Das dürfte aber recht zügig gehen. Könnte aber auch das dahinter sein. Da kommt nichts, da kommt nichts. Gut. So, servus. Ich mach mal hier auf, ne? Ach, ich lass mal auf. Ach du Schande. Die Person dürfte in der Richtung sein. Dead Logic vom Hühnerstall. Ach, hi. Hallo. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, immer. Okay, dann ciao, Baby. Ihn? Hallo. Kann ich Ihnen behilflich? Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Was denkst du? Oh ja, gerne. Für 760 Leute. Ich kümmere mich drum. Für das Geld? Gönn dir. Aha. Etwas? Ah, ein Kuhstall, ne?
viel hier. Achso, warte mal, mach zu. Das war's? Danke, hier ist etwas für dich. Lol. Tag. Guten Morgen. Kann ich Ihnen? Nein. Da. Okay. Also ich beschwere mich jetzt nicht, aber dafür, dass ich nur eine Tür reparieren muss, ist sie 160 Euro. Ganz nett. Also wie wir den Weg immer gekommen sind, ne? Ach du Schande. Was für eine Rechnung war ich so? Fehlt eine Holzlade, klatscht die ran. Rechnung 160 Euro. Okay. Okay. Leicht überspitzt, aber hey, von mir aus. So, dann müssen wir da lang. Ich fand's cool, wo die Mission ausgesehen ist. Das heißt, okay, Mission in der Nähe, ne? Das fand ich schöner. Das Gebäude braucht Pflege, Alter. Oder das? Die A760. Okay. Warum sind ja alle schon wieder? Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Die will nicht reden? Ich bin beschäftigt. Noch nicht. Entschuldigung. Aha. Wir reden später. Ich will aber die Mission hier machen. Ja, Arschgeige. Er ist es. Wir reden später. Ich bin beschäftigt. Guten Tag. Guten Morgen. Mann. Ich bin auf. Es gibt ein zu pflügendes Feld in der Nähe. Ja, kann man machen. Hört sich. Noch nicht. Entschuldigung. Aber wenn ich nicht entschuldige, dass es sich für ungehorsam ist, wenn du uns reden willst, das ist Luda. Sauerei, du. Ja, das packt er, da gehen wir mal kurz drüber. Das fällt heiß, meinst du, ne? Das gibt Stress. Hussala. Ja, ihr sollt ja nicht so Harikiri fahren, ne? Echt, dann fahren wir mal links. Ach, das eine Feld, wo wir gerade drüber gerannt sind. Und die Schutzsache sind 760 Euro. Oh Mann. Was will die? Haben die ein Problem mit uns? Ich verflüge die gleich. Ich finde das mal nie wieder. Aber naja, ist okay. Fast das dann. Ja, ja. Tschüss. Kreiswarntum mal hier nicht. Beim anderen Feld ging das, weil da eine gute Kurve drin war. Aber das ist ja ein bisschen suboptimal. Ja, Feldflügen, ich weiß, mega spannend. Es ist nicht so das Shit hier, aber naja. Was willst du machen? Aber ansonsten hätten wir auch hier gerade kein Gespräch drauf, ne? Wir haben ja gestern so alles gequatscht in diesen 1,5 Stunden extrem aufregenden Let's Play. Ich glaube, langsam habe ich krieg's recht gut hin. Fällt gerade zu Flügel. Quatsch, die lässt schon wieder, ich merke das.
wollen Stress, Mann. Versteht ihr? Ich hab das im Urin, Mann. Glaub mir. Das dürfte jetzt aber rein theoretisch ja passen. Vom Abstand her an alle. Ja, perfekt. Geht das eigentlich, ob ich das echt festfahren kann? Theoretisch dürfte es gehen. Aber. Nee, ich bin zu langwierig. Feldeinkauf würde ich auch so gern machen, aber es kostet zu viel Geld, das haben wir nicht. Leider. So, jetzt machen wir gerade Bahn hinkriegen, eines Tages, Herr Pulli. Auch schön. Eieiei, da holt er ein bisschen, der Pulli. Das sieht doch ganz schick aus. Was kostet der Feldeinkauf? Ach, 20.000. Ja, ich war gerade aber bei 2.000. Ja, das schon 2.000. Ja, gönn dir. Ja. Schön wär's gewesen, ne? Feldeinkauf für 2.000 Euro. Genau. Verschenkt. Du das verpachtet, das wäre voll. Wir haben schon 17% erst. Ach du Scheiße. Naja, so ist es halt. Kannst du nichts machen, ne? Ich glaube, so ist besser, wenn wir so fliegen. Wir haben ein paar Ausschläge fanden. Ich weiß nicht warum und wieso, aber sie sind. Ich hoffe, das klappt so noch vom Feldflüge, das dürfte aber gerade Leber am Limit sein. Dürfte passen, hoffe ich. Ob sieht gut aus. Ich muss eigentlich nach Mod schauen. Was natürlich geil war, Nexus Mods. Wenn da was wäre, weil über Nexus Mod und Mod Manager das auch einzufügen, einfach nur traumhaft sind. So viel entspannter. Als eigentlich immer klappt. Muss man halt generell auch wissen, Mods sind dabei. Dann ist die Frage, was es gibt, was man reinhauen könnte und so. Mal gucken, dass man Sachen Pickup laden kann. Der Pickup ist so fucking useless. Boah, das hat doch gerade 3, glaube ich. Das war haarscharf, ne? Tschüss, dein Feld ist hier weg. Ja, passiert. Vielleicht krieg ich's dann günstiger. Wäre halt auch eine tolle Sache. Ich sag's ja nur. Das sind ja nur Fragen. Ja, ja. Ich würde den Weg dazwischen einfach killen. All mega Feldausbauer. Fertig. Ende. Was soll das schmarrn? Kann man eigentlich kann ich auch mal übelst durchpflügen, aber okay. Okay, es sind noch Fragen, ja? Es sind noch Fragen. Ah, der Anfang ist mal so langwierig. Irgendwann hast du so eine Gelddruckmaschine, ne? Im Grunde wäre es auch sinnvoll, wenn sie jetzt noch mehr Pflüge kaufen. Wir brauchen eine Arbeiterzeit, bis sie sich amortisieren, klar, logisch. Aber es rechnet sich halt auf Dauer.
So, Lele. So weit ist es. Ich hätte 100 Meter gelegt. So, what? Or never. Sowas von never wie Neverland Ranch, man. Wir haben schon 37% auf Feels Bad, man. Dann haben wir hier nicht Musik in-game. Ich muss mal echt nach dem Bild schauen. Mal schauen, dass wir noch ein bisschen hinterlegen, weil sonst sind sie echt zu lang hier. Vor allem, wenn ein bisschen was Musik einfach ein bisschen mehr runter will, wie beim Arbeiten, Real Life, ne, ist einfach viel angenehmer. Das Gehirn dann ein bisschen beschäftigt, sind sie zuhört, guck mal, ah, kommt Deathly, da kenne ich von früher noch mal bei der Ex, wollte ein bisschen losgewartet. Also, dann die Situation. Der wollte gerufen werden, uff. Ich will größere Blumen. Warum größeren Traktor? Warum ist noch mehr Geld? Bin ich mal gespannt, wie man das dann. Vor allem, wenn man ins Feld wächst ordentlich. Ich denke halt, wenn man das Dünger wechselt, deutlich schneller. Problem ist halt, you don't have Dünger, you are fucked in this moment. Das ist halt die Scheiße. Also irgendwie ist das Spiel schon nicht so bugfrei, wie man denkt. Kann das sein? Was kostet das? 24.000. Ey, sehe ich aus, als hätte ich 24.000 oder was? Ich würde aber echt lachen, wenn man herkommen könnte, können die alles versaufen, den da. Daher kann man sagen, gut, okay, kaufen die Gebäude und alles auf, ne, schmeißen die raus, machen riesige Plantagen draus, vermieten die, werden übelst rich hier, zerstören das ganze Dorf, bauen alles aus. Richtig Industriepark draus bauen, ey, das ist was. Okay, jetzt gibt's eine Mod, instant installieren. Das ist etwas hungrig. Ja, aber ist etwas, das ist schon der Unterschied, mein Freund. Sinn hat aber etwas hungrig werden, ne? Die Hälfte haben wir ja schon, juhu. Du schürst eine Ernte von Fremden. Das ist schlecht für deinen Sozialstatus. Halt doch die Fresse. Das weiß ich auch, aber was soll ich denn machen? Na? Kann ja auch nichts für. So, jetzt müssen wir ein bisschen wegfahren. Das machen wir durch die Linie gerade hier. Wo wir gerade schon versaut hin. Vor allem, ich denke, es wird irgendwann so eine richtige Cash-Cow geben, dass wir einfach herkommen. Ne, warte halt, nochmal ran. So, jetzt. Das ist auch dann nur noch, ja, Geld kommt. Hier, Feld abernten, das nächste Feld, bap, 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 bap. Alles so einen richtigen Flow hat. Das, denke ich, wird halt dann so der richtig geile Shit werden. An den Punkt, schon zu kommen, ist immer zu schwer. Side of Willy's gleiche, da hat man ja dann zum Schluss irgendwann sogar die kleinen Tierchen, die uns herkommen, ins Feld abernten. Klar, die brauchen jetzt mal ganze Tage für. Aber scheiß drauf, ey. Wir haben das ganze verfickte Feld abgeerntet. Das war halt einfach nur ultimativ. Wir brauchten eine Gieße, brauchte gar nichts mehr machen. Nenne Felder. Halt auch nur noch pervers.